Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu den Funktionen PHP. Heute zweites Video zu Funktionen, also wenn ihr nicht wisst, was die Funktion ist, schaut beim letzten Video nochmal vorbei. Heute geht es um die Argumente oder auch Parameter von Funktionen. Das ist der Grund, warum wir diese komischen nicht geschweiften Klammern, also die normalen runden Klammern, hier hinten dran brauchen. Und auch hier unten brauchen wir diese runden Klammern. Die machen tatsächlich Sinn und ja, ich zeige euch heute warum. Okay. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, Variablen zu übergeben. Das heißt, wir können auch noch auf irgendwelche Variablen hier drin zugreifen. Und innerhalb unserer Funktion meine ich jetzt. Und das ist sehr geil. Ich würde sagen, wir packen jetzt hier einfach mal eine Variable, die nennen wir $Name rein. So, diese Variable $Name, die ist hier noch nirgends irgendwie definiert. Aber ich kann sie hier drin benutzen. Das heißt, und an der Stelle danke an einen Mensch, der mir gezeigt hat, dass man hier drin auch einfach mit dem Dollar und dann der Variablen arbeiten kann. Das heißt, wir können jetzt hier einfach hinschreiben, Komma, $Name und brauchen nicht mal die Anführungsstriche beenden, sondern können das einfach hier drin reinpacken. Allerdings muss ich da hinten dran noch ein Leerzeichen reinmachen. So, sehr gut. Das heißt, hier haben wir jetzt Bock auf eine Runde Quint, Komma und dann den Namen, den wir gerade ansprechen. Und dann sagt der aber sicher doch. Genau. So, und jetzt, wenn wir das jetzt ausführen, kriegen wir einen Riesenfehler. Ich zeige es euch einfach gerade mal. Denn das Problem ist hier Missing Argument 1. Ich mache es gerade mal ein bisschen, ups, nicht ganz so groß, ein bisschen größer. Missing Argument 1 for Blakequent. Ja, das Problem ist, dass wir dieses $Name hier nirgendwo gefunden haben. Wir haben keine Variable mit dem Namen Name. Naja, was machen wir also? Wir sagen hier in unserem Aufruf, auch in dieser runden Klammer, dass wir diese Parameter gerne so und so initialisiert hätten oder dass wir die gerne so gesetzt hätten. Das heißt, ich schreibe jetzt hier einfach zum Beispiel Tris rein. Und dann ist plötzlich meine Variable $Name auf Tris gesetzt. Das bedeutet, hier drin habe ich jetzt eine Variable $Name gesetzt. Und ich kann auch mit der arbeiten, indem ich hier einfach diese Variable übergeben habe. Ich kann mir natürlich auch hier oben meine Variable Dollar, Achtung, sie müssen nicht gleich heißen, sie können irgendwie heißen, Dollar Variable oder sowas. Und dann setze ich die auf Tris. Das funktioniert genauso. Wobei, wisst ihr was, wir machen das direkt mit zwei Aufrufen und sagen hier, die Variable ist Ciri und die andere Variable ist Tris. Gut, und dann sagen wir hier wieder Blakequent und einmal rufen wir es mit Tris auf, indem wir den Namen direkt eingeben und einmal sagen wir hier $Variable. Okay, sehr cool. Und jetzt haben wir hier zwei verschiedene Aufrufe, aber wir haben trotzdem jedes Mal diese Statements, die hier ausgeführt werden. Und einmal in dem ersten Aufruf hier, ich glaube, ich kopiere das mal runter, das erhöht die Lesbarkeit für euch, hoffe ich mal. So, okay. In dem oberen Aufruf haben wir hier Blakequent mit Tris aufgerufen. Das heißt, $Name ist im oberen Fall Tris. Und hier wird jetzt ausgegeben, Echo, Bock auf eine Runde Quint, Tris. Schauen wir uns das Ganze einfach mal an, was da so passiert. Jetzt wird hier erstmal ausgegeben, Bock auf eine Runde Quint, Tris. Aber sicher doch. Und dann kommt Bock auf eine Runde Quint, Ciri. Aber sicher doch. Ja, und dieses Ciri liegt halt daran, dass wir hier die Variable auf Ciri gesetzt haben. Und dann diese Variable übergeben haben an unsere Funktion PlayQuent. Und ja, jedes Mal ist diese Variable oder dieser Parameter anders. Jedes Mal ist es so, wie wir es hier eben gerade wollen. Das ist sehr nützlich und kann natürlich auch für komplizierte Berechnungen benutzt werden. Also irgendwelche Sachen wie zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwelche komischen Ableitungen oder sowas. Ich mache jetzt mal was Einfaches. Zum Beispiel add. Eine Funktion, die mir einfach ein paar Sachen zusammen addiert. Okay. Addieren, add gibt es scheinbar schon. Und hier haben wir jetzt natürlich zwei Variablen. Das geht auch ohne Probleme, also $A und $B. Zwei Zahlen und wie gesagt, die müssen nicht gleich heißen wie die hier außen. Ihr seht es hier, $Variable hieß es außen, hier innen drin heißt dann $Name. Da wird dann einfach gesagt, okay, die erste Variable, die übergeben wird, also ich mache den Kram hier gerade mal raus, brauchen wir jetzt alles nicht mehr. Und bei der Addieren-Funktion echo $A plus $B. So. Und bei der Addieren-Funktion ist das Ganze jetzt so. Wenn wir diese Funktion aufrufen, dann haben wir zwei Variablen, die wir übergeben müssen. Wie wir die nennen, ist im Prinzip egal.
Nur die Reihenfolge ist wichtig, also im Fall vom Addieren ist sie natürlich nicht wichtig, weil a plus b dasselbe ist wie b plus a, das wisst ihr ja wahrscheinlich. Aber es ist normalerweise wichtig, sagen wir mal, ich habe hier jetzt zwei Namen, der erste Name wird hier ausgegeben, der zweite Name hier unten. Dann ist es immer so, dass der erste Name tatsächlich auch hier in der Klammer der erste Name ist. Also das, was ich jetzt eingebe, 5 ist a und 42 ist b. Und das ist natürlich dann im Endeffekt dasselbe, wie wenn ich 42 plus 5 mache, aber ich glaube, ihr versteht, warum ich meine, die Reihenfolge ist wichtig. Und die Namen hier, im Prinzip sind das ja gar keine Variablen, im Prinzip sind das feste Zahlen, die wir hier übergeben. Es ist völlig egal, wie ihr diese Variablen hier drin nennt. Ja, schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Es wird ausgegeben 47. Okay, natürlich ein bisschen unspannend, weil addieren können wir auch so, also da hätten wir keine Funktion dafür gebraucht, aber ja. Ich glaube, es wurde klar, warum Funktionen und vor allem Parameter für Funktionen ziemlich geil sind. Okay, das war's dann erstmal. Spielt damit ein bisschen rum, probiert aus. Und falls ihr Fragen habt, wie immer in die Kommentare oder per Nachricht oder sonst irgendwas. Ihr findet dann normalerweise immer irgendwelche Wege. Gut, und dann geht's nächstes Mal weiter. Bis dann, ciao.